Hallo und herzlich willkommen zu Episode 7 von Zwischen zwei Deckeln. Mein Name ist Nils und heute ist bei mir der Christoph. Hallo zusammen. Schön, dass ich diesmal wieder mit dabei sein kann. Ja, und schön, dass ihr eingeschaltet habt, euch diese Episode runtergeladen habt auf ein neues spannendes Buch. Aber bevor wir zu unserem Buch zu heute kommen, Christoph, was liest du gerade? Ja, ganz interessant. Es ist tatsächlich eins der Bücher, die ich am Ende sagen wir immer, welche Bücher noch zur jeweiligen Episode passen könnten. Und ich lese gerade Wie Demokratien sterben von Steven Levitsky und Daniel Sieblatt vermutlich. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, aber da geht es eben darum, die besprechen, wie mehr durch Aufstieg von Populismus und Machtübernahmen Demokratien langsam ausgehöhlt wurden und werden und beschreiben aus ihrer Perspektive eben, wie Demokratien heutzutage kaputt gehen anhand verschiedener Fallbeispiele. Das ist ganz interessant. Ja, und du? Ja, das klingt sehr passend so zum Thema, zu dem heutigen Buch. Bei mir gibt es gerade auf der Sachbuchebene, lese ich The Patterning Instinct von Jeremy, heißt er glaube ich, Lent. Das ist ein kulturhistorisches Buch, also ich bin so im ersten Drittel noch, der fängt irgendwie so bei der Steinzeit an und versucht so ein bisschen mal nachzuzeichnen, wie bestimmte so kulturelle Grundüberlegungen, wie sowas wie Eigentum oder Privatheit oder so, wie die historisch auch wirklich auf dem langen Weg entstanden sind und wie die sich eben immer auf das Leben der Menschen auch ausgewirkt haben. Also ein großes kulturgeschichtliches Projekt im Grunde. Liest sich super spannend und wird wahrscheinlich auch ein Buch sein, was es hier dann irgendwie bei Gelegenheit mal in den Podcast schaffen wird, weil das passt auf jeden Fall zu dem, was wir hier machen, sehr, sehr, sehr gut. Das klingt auch ziemlich kernsoziologisch, wenn ich so an mein Studium denke, da ist das ja auch immer die archaischen Gesellschaften und dann so, mehr. Ja, aber das, also ich, so die Soziologen arbeiten bei diesen Gesellschaftsdingern und archaisch und sowas ja irgendwie immer sehr plump und platt und einfach. Ja, es ist sehr holzschnittartig. Genau, und er ist da schon wesentlich, wesentlich komplexer und wesentlich differenzierter. Deswegen finde ich das auch sehr, sehr spannend. Genau. Und einen Roman gibt es bei mir gerade von Neal Stephenson, Fall and Dodge in Hell. Da geht es irgendwie um ein Gehirn in einem Computer laufen lassen, im weitesten Sinne und alles, was irgendwie damit zu tun haben könnte. Ah, okay. Aber das ist dann wieder Science Fiction. Das ist dann Science Fiction, definitiv. Ja, wäre es ein historischer Roman, hätten wir irgendwie was verpasst. Ja, ich denke auch. Genau. Jetzt warst du ja, jetzt haben wir ja den lustigen Fall, dass nicht mehr immer alle in allen Episoden dabei sind sozusagen, aber unsere letzte Episode hast du ja trotzdem ganz bestimmt gehört, Christoph. Kannst du dich noch erinnern, worum es ging? Ja, leider kann ich mich nicht an den Namen erinnern, das fällt mir gerade auf, aber naja, es geht halt um dieses Buch mit dem Wolf und wir sind irgendwo in Kanada, glaube ich, ne? Mhm. Kann das sein? Ja. Es geht um einen Forscher, der untersuchen soll, warum die Karibu-Population zurückgeht und hat quasi eigentlich den Forschungsauftrag bekommen, mal zu belegen, dass es der Wolf ist, der die Karibus reißt. Und das ist relativ früh geschrieben, ne? Ich weiß nicht, wann das war, in den 50er, 60ern? Frühe 50er meine ich sogar. 50er, oder so. Ja. Naja, und er stellt halt fest, naja, sorry, wenn ihr die Karibus laufend totschießt, braucht ihr euch nicht wundern, dass es irgendwie keine Karibus mehr gibt. Es ist leider nicht der Wolf und er nähert sich halt irgendwie dem Sozialleben der Wölfe an und findet heraus, dass es eben deutlich komplexer ist, als man vermutlich zu der Zeit noch angenommen hat. Heute ist das, glaube ich, so ein bisschen mehr Allgemeinwissen, dass eben, ja, so in Rudeln zusammenlebende Tiere ganz schön komplexe Sozialbeziehungen haben, aber da war das, glaube ich, noch relativ neu und bahnbrechend. Ah. Naja, und das hat der liebe André dir vorgestellt. Genau. Auf jeden Fall empfehlenswert zu hören. Ja, ja. Das Buch hieß Ein Sommer mit Wölfen von Farley Mowat. Genau. Gut, dann steigen wir nach dem Buch von letztem Mal in das Buch von heute und auch wieder ein deutlich anderes Thema, ne, gefühlt. Du hast uns heute ein Buch mitgebracht, das Buch Volkes Stimme zur Sprache des Rechtspopulismus von Thomas Nieher und Jana Reißen-Kosch. Also top aktuelles Thema. Das Buch ist, wenn ich deinen Notizen trauen darf, ursprünglich mal im Duden Verlag erschienen, 2018. Genau. Ja. Mittlerweile aber auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung verfügbar. Das ist sowieso gerade bei so Büchern zu aktuellen politischen Themen immer ein heißer Tipp, mal zu gucken, ob die vielleicht bei der Bundeszentrale für politische Bildung auch erschienen sind. Da gibt es sie nämlich zum
Viertel des Geldes oft. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt 1,50 Euro oder 4,50 Euro gekostet hat. Ja. Ist auf jeden Fall echt überschaubar. Genau, also die kaufen da immer auch oft gute Bücher ein, sozusagen, die sie dann da nochmal rausgeben. Gerade für diejenigen von euch, die mit schmalerem Geldbeutel unterwegs sind oder sein müssen. Das ist immer ein ganz guter Hinweis. Und da noch ganz kurz zu, wenn euch Versandkosten scheuen, bis ein Kilo oder so, haben die bei der BPB auch keine. Also auch wenn ihr denkt, naja, ich bestelle mir ja nicht ein Buch für 1,50 mit 5 Euro Versandkosten, ja, habt ihr da auch nicht. Dann müsst ihr ein leichtes Buch bestellen, also zumindest physisch ja. leicht. Ja. Gut, ja, Christoph, magst du loslegen? Ja, genau, also in dem Buch geht es eben, ja, was heißt vorgeblich, aber es geht um den Sprachgebrauch von RechtspopulistInnen. Das ist natürlich ein relativ allgemeiner Einstieg oder eine allgemeine ja, Vorhersage. Effektiv wird hier auch fast ausschließlich die Sprache der AfD analysiert und eben irgendwie den, ich möchte mal sagen, Nachbarorganisationen wie Pegida, zwischendurch kommen auch mal die Identitären vor, aber es ist ja, sehr begrenzt auf den deutschsprachigen Raum und eben die aktuelle Zeit quasi. Ja, und zusammenfassend lässt sich erstmal sagen, dass ja PopulistInnen sich oft als volksnah gerieren, aber sie beziehen sich dabei eben nicht auf ein modernes Verständnis vom Staatsvolk, sondern verweisen doch und referieren immer wieder auf ein ethnisches Gebilde von Volk. Also damit ist schon quasi der klassische Volksbegriff gemeint. Ja, und benutzen dabei dann oft das Sprachversteck der Kultur, um irgendwie sich abzugrenzen. Und ja, apropos Abgrenzung, die PopulistInnen grenzen sich eben auch häufig gegen vermeintliche Eliten ab und sehen sich auf der ja, Seite des vielbeschworenen kleinen Mannes. Ja, dabei grenzen sie immer wieder aus, sie testen sprachliche Grenzen zunehmend und verschieben nach Möglichkeiten das, was man so sagen kann im alltäglichen politischen Umgang. Dabei zielen sie, das dürfte jetzt auch niemanden so richtig überraschen, auch ganz bewusst auf Provokation und eben Grenzüberschreitung, um das danach eben wieder einfangen zu können, sich im Zweifel als Opfer des Systems in Anführungsstrichen darzustellen und so weiter. Ja, und der Umgang mit diesen Provokationen ist eben besonders herausfordernd, weil man mit jeder Thematisierung von eben Äußerungen von RechtspopulistInnen und Positionierungen die immer wieder weiter verbreitet, aber eine komplette Ignoranz von dem, was gesagt wird, eben auch Verharmlosung bedeuten kann und man ja nicht einfach ignorieren kann, was da teilweise von sich gegeben wird. Genau, das als Kurzzusammenfassung am Anfang. Du hast schon gesagt, 2018 ist das Buch erschienen, ist also noch ziemlich neu und ist ein relativ dünnes Buch, das erklärt, glaube ich, auch ganz gut die thematische Doppelverengung quasi. Mhm. Auf einmal den deutschsprachigen Raum und zum anderen auf die Jetztzeit und eben auch das Verlegen auf primär die AfD, weil das eben momentan der größte Player quasi ist. Ja, und was, glaube ich, vorab jetzt auch, so wie ich es gerade schon angedeutet habe, ganz wichtig ist, das einmal zu sagen, dass wenn ich hier Beispiele zitiere, das natürlich nie ganz unproblematisch ist, weil damit der Sprachgebrauch gerade der ja, RechtspopulistInnen, der AfD und so weiter, auch von mir dann natürlich jetzt wieder weitergetragen wird und so Verbreitung findet. Auf der anderen Seite kann man halt irgendwie ja, die Probleme und das, was man, worüber man reden will, nicht benennen, ohne drüber zu sprechen. Von daher habe ich probiert, mich hier mit den Komplettzitaten ein bisschen zurückzuhalten, aber man kommt nicht drum rum, gerade wenn man die Sprache analysieren will. Ja, in dem Buch geht es ganz grundsätzlich eben darum, die Frage nach den Kommunikationsmustern von RechtspopulistInnen ja, aufzuwerfen und zu fragen, was machen die eigentlich, wie agieren die? Und das wird im Buch mit sehr viel Beispielen unterfüttert. Mhm. Wie ich gerade eben schon eingeführt habe, wollen sich PopulistInnen eben als volksnah verstanden wissen. Und sie beziehen sich dabei häufig auf den angeblich gesunden Menschenverstand. Jetzt Zitat. Sie kennen den kleinen Mann und ja, wissen eben recht gut, behaupten sie, was quasi das Volk, was auch immer genau das sein soll, möchte und grenzen diesen Volkswillen ab gegenüber einer politischen Elite, die das angeblich nicht mehr kann, da keine
ja keine Beziehung mehr zu hat und eben nicht mehr richtig weiß, was die einfachen Leute wollen, so ungefähr. Ja. Ich Ich war ja gerade glaube, eben schon, da ist dann auch ja. oft so ein Zirkelschluss drin. Irgendwie so, ne, das Volk will das und das und wer das nicht will, der ist halt nicht das Volk. Also Genau. so dieser No True Scotsman-Fehlschluss. Naja, du bist halt nicht echt das Volk, deswegen kannst du nicht wissen, was das Volk will. Ja, ganz einfach. Und wenn du das nicht weißt und andere Ideen hast, bist du halt auch völlig weltfremd, abgehoben, keine Ahnung. Und im Zweifel hast du halt völlig elitäre Sichtweisen und Probleme und ja, sollst halt nicht mitreden. Vielleicht ist da mal ganz interessant, genau, das Buch hat 8 Kapitel. Es geht eben los mit so einer kleinen, ja, Populismusdefinition. Das zweite ist überschrieben mit Wir gegen die da oben, was ja auch so ein typischer Topos ist, was immer wieder kommt, ne? Wir sind die Kleinen, da oben sind die Bösen und wir können nichts machen und wir müssen uns irgendwie dagegen auflehnen. Dann geht es darum, dass in Anlehnung an das ja mittlerweile geflügelte Wort Wir schaffen das von Angela Merkel, wann war das? 2015. Eben die Gegenbehauptung immer wieder aufgestellt wird, so das, was uns hier droht, mit den angeblich so vielen Menschen, die hier kommen, das schaffen wir eben nicht und deswegen müssen wir uns dagegen auflehnen. Und ja, im 4. Kapitel werden dann irgendwie, ja, werden so ein paar Lösungsvorschläge von RechtspopulistInnen für relativ komplexe Probleme durchgekaut und man stellt fest, naja, scheint irgendwie alles unzureichend zu sein. Und dann geht es ein bisschen genauer auf den Sprachgebrauch der RechtspopulistInnen und naja, da wird eben einmal aufgezeigt, inwiefern ja so Nazi-Sprech eine Renaissance erlebt und welche neuen Kampfbegriffe die benutzen. Naja, und dann geht es nochmal um Tabubrüche und so Grenzüberschreitungen, die immer wieder bewusst eingesetzt werden und schlussendlich nochmal um Verschwörungstheorien, die ja im neurechten Milieu, will ich mal sagen, auch Konjunktur haben, gerade in Verbindung mit eben der sogenannten Lügenpresse und so, die ja angeblich keine Wahrheiten verbreitet und naja, das passt irgendwie ganz gut zusammen, dass man überall nur Lügen bekommt. Ja, und am Ende gibt es immer noch die letzten 3 üblichen Seiten. Wie gehen wir jetzt damit um? Die sind wie fast in jedem Buch irgendwie kurz geraten und nicht so ganz zufriedenstellend, finde ich. Naja, okay. Ja. Aber das kennst du sicher. Ja, Analyse ist irgendwie dann doch immer leichter als Als fundierte die Lüge. Handlungsanweisung, ja. Ja. Ja, ich habe ja schon erzählt, genau. Sie beziehen sich immer wieder auf das Volk. Dabei ist eben nicht das moderne Staatsvolk gemeint. Damit wären ja quasi, also Staatsvolk in einem nicht ethnischen Sinne, sondern in einem, ja, in einem zivilen Verständnis von Staatszugehörigkeit bedeutet ja erstmal alle Menschen, die in einem Staatsgebiet leben und eben ja den Pass haben, das ist dort nicht gemeint, sondern es geht im Kern schon immer noch um ethnische Zugehörigkeit. Also Abstammungsprinzip wurde in Deutschland bei der Passvergabe ja, glaube ich, auch erst 2001 aufgelöst. Das ist also noch nicht so lange her. Da waren andere Länder schon früher deutlich weiter und haben das eben, naja, wenn du irgendwo geboren wurdest, gerade in den USA, bist du halt US-amerikanischer Staatsbürger zum Beispiel. Ja, Das haben wir. da gibt es Ja. so zwei Grundprinzipien. Wie heißen die? Jus sanguini und jus solis, glaube ich. Ja. Also das Recht der Erde, ne, auf welcher Erde wurdest du geboren? Und das Recht des Blutes, also welches Blut fließt in deinen Adern. Und da war Deutschland halt eigentlich immer ein starker Vertreter dieses Jus sanguini, dieses Blutes, während gerade Frankreich und die USA eigentlich die mustergültigen Beispiele immer für das Jus soli sind. Also wenn du auf deren Staatsgebiet geboren bist, dann kannst du deren Staatsbürger werden. Ja, wer sich da genauer einlesen möchte, kann zu Civic Nationalism und Ethnic Nationalism ein bisschen googeln, da gibt es breite Debatten. Naja, und daran anschließend eben geht es auch, wie gesagt, immer um den Gegensatz quasi zwischen dem einfachen Volk, dem imaginierten Wir, gegen eine abgehobene politische Kaste von Berufspolitikern, so wird das immer wieder beschrieben. Naja, und so heißt ja dann auch das 2. Kapitel. In Bezug auf dieses einfache Volk, was da irgendwie so imaginiert wird, wird von der AfD gerade immer wieder auch gefordert, dass man direkte Demokratie irgendwie einführt, eben nach Schweizer Vorbild. Also, ne,
die Meinung des Volkes abholen, weil man sich sehr, ja, sehr sicher ist, dass man da irgendwie klare Meinung hat. Und naja, was so Volksabstimmungen tatsächlich auslösen, haben wir dann ja im Zuge von so populistischen Forderungen beim Brexit gesehen. Oh Also ich ja. wäre da deutlich vorsichtiger als vielleicht die Modelle, die wir in der Schweiz haben. Ja, das ganz kurz als Einschub. Genau, in dem nächsten Schritt gehen dann die beiden Autoren über und beschreiben ein bisschen, wie die, ja, vor allen Dingen PolitikerInnen der AfD in sozialen Netzwerken agieren und weisen darauf hin, dass eben sehr viel Hohn und Ironie benutzt wird. Also alles Mögliche wird in Anführungszeichen gesetzt, um scheinbare Absurditäten zu verdeutlichen. Also wenn von Flüchtlingen gesprochen wird, werden die eben fast immer in Anführungszeichen gesetzt, um klarzumachen, wir stimmen damit gar nicht überein, dass die irgendwie rechtmäßig fliehen oder ja, rechtmäßig vielleicht auch hier sind. Und auch, ja, also Emojis werden irgendwie überzeichnend benutzt, fast so, als würde man irgendwie mit der 60-jährigen Mutter schreiben, die gerade WhatsApp neu bekommen Ah, hat. okay. Also das steht jetzt so nicht im Buch, das ist Naja. ja, und ja, aber letztendlich kann man sagen, dass eben die autochthone Bevölkerung quasi immer wieder als Opfer einer realitätsfernen Politik konstruiert wird. Also, ne, Flüchtlingspolitik gilt dann ganz schnell als Geschäft, was gemacht wird, warum auch immer, aber irgendwer verdient bestimmt daran und die geht eben zu Lasten des einfachen Volkes. Ja, und vor allen Dingen auch dieser Ja. Begriff Autochton, der ist ja auch, das ist ja auch schon so ein Begriff, der wieder da Ja. eine bestimmte Position sozusagen, also diese Abgrenzung zwischen den echten Deutschen, ich sag's extra leise, Ja. und irgendwie den anderen sozusagen produziert. Genau, gerade dieses Autochtone ist vermutlich nichts, was man jetzt irgendwie auf dem Twitter-Account von irgendwie Jens Meyer oder so findet, also einem AfD-Politiker, sondern vermutlich eher in der rechtsintellektuellen Szene, so die ganze Ecke, so hier, wie heißen sie denn? Sezession, hier die Zeitschrift, der ganze Antaios Verlag, also da die ganze ja, neurechte Ideologie, wo das eben herkommt, da findet man den Begriff vermutlich eher. Also das finde ich auch ganz spannend. Da gibt es, glaube ich, schon unterschiedliche Sphären quasi der Ja. Kommunikation. Einmal, ja, einmal eben so ein intellektuelles Vordenken und dann eben eine sehr einfache, sehr plakative Sprache. Ja. Ein klassisches Feindbild, was in den sozialen Medien dann auch häufig auftaucht, ist ja, der konkrete Gutmenschen, also ich glaube Ja. Menschen wie du und ich, also wir gelten als realitätsfern, wir übersehen eben die Bedürfnisse der vielen quasi für marginalisierte Gruppen und wollen dann auf einmal uns um die kümmern und haben dabei eben auch eine völlig rosarote Brille angeblich auf, weil wir alle möglichen Probleme übersehen. Ich dachte, dass er, ich dachte, wir seien grün versifft. Ja, ich glaube, alle Gutmenschen sind auch linksgrün versifft und naja. Ja, egal. Egal ob rosa oder rot oder grün, Hauptsache irgendwie nicht braun. Ja. Ja, und damit eben einhergehend, wie schon angedeutet, gibt es eben dieses Feindbild des Establishment. Das kennt man ja auch von Donald Trump zum Beispiel, der damit ja ganz viel auch in seinem Wahlkampf argumentiert hat, dass es eben ja so eine verfilzte Kaste gibt, die irgendwie eben zentral immer dann wahlweise in Berlin oder eben in Washington, vermutlich auch in Paris sitzen, und die seit Jahren irgendwie so ein Klüngel bilden und sind ja eh alle gleich und ununterscheidbar. Und da weisen die jetzt in diesem Buch eben darauf hin, dass wenn man sich das Spitzenpersonal der AfD vor allen Dingen anguckt, dass die natürlich ganz tief einfach im Establishment zum einen vielleicht auch drin waren, wie zum Beispiel Alexander Gauland, seines Zeichens ja promovierter Jurist und war der lange in der CDU oder CSU? CSU, ne? CSU, glaube ich, ja. Ja, der so lange auch schon politisch erfolgreich ist, Ja, hier der eigentlich von, Berufspolitiker, ja, ne? tatsächlich, der von Meuthen ist eben auch promovierter Wirtschaftswissenschaftler, hatte auch schon mal einen Professorentitel und hat ihn immer noch, also ist da auch wirklich gehört zur gesellschaftlichen Elite, Beatrix von Storch ist geborene Herzogin von Oldenburg und so, also irgendwie. Ja, also wer zum Establishment gehört, ist definitiv nicht an Position abzulesen, sondern ist Entscheidung der AfD keine, quasi. Ja. Da gibt es dann auch die ganz explizite Formulierung, dass es eben um
Also das hat, glaube ich, Beatrix von Storch gesagt, dass man durchaus auf Seiten des einfachen Volkes sein könnte und nicht zur Elite gehört, wenn man sich eben gegen die Menschen stellt, die, Zitat, hinter den Kulissen die Strippen ziehen. Oh yeah. Ja, genau. Genau. Die Medien dabei, die habe ich ja jetzt auch schon angeführt, sind alle linksliberal und schützen eben die genannten Eliten. Ja, die sogenannte, ja, sehr bekannte Lügenpresse verschweigen natürlich zusammen mit der, Zitat, Einwanderungslobby durch Migration entstehende Probleme beispielsweise. Und in den sozialen Medien ist sehr auffällig, der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird häufig als sehr staatsnah hingestellt, also der quasi wie in totalitären Systemen Staatsmedien gleicht, also überhaupt nicht das, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, nämlich halt öffentlich-rechtlich finanziert, aber ja unabhängig vom politischen Klüngel quasi. Ja, wobei es da ja schon auch berechtigte Kritikperspektiven gibt, wie die Besetzung der Rundfunkstaatsräte aus den Parteien und so. Aber das spielt natürlich in einer ganz, ganz anderen Liga als das, was da die Vorwürfe sind. Genau, und quasi so eine, ja, eine absolute, ja, weiß ich nicht, wie man das nennen möchte, aber der Vorwurf, dass die öffentlich-rechtlichen Medien quasi komplett unkritisch Ja. berichten würden und nach dem Mund reden, ist natürlich völlig haltlos. Und da gibt es auch immer wieder die quasi, ja, so die Idee, die Verschwörungstheorie, dass beispielsweise Angela Merkel eben komplett durchdiktieren kann, was gesendet wird, was nicht gesendet wird und so. Und es ist schon irgendwie reichlich hanebüchen, aber es hilft nichts, das ist halt in der Welt, ja. Ja, und wie gesagt, eins der weiteren Kapitel ist eben ja eine Idee der Verdrängung durch Fremde. Also ja, wenn wir jetzt bislang war die AfD irgendwie quasi aus Froschperspektive, gucken sie auf die Probleme in der Gesellschaft und sie sind die armen Unterdrückten und die Probleme prasseln auf sie ein. Ja, wenn es jetzt darum geht, wer kommt hier hin, wer lebt hier, ist es schon so, dass es ein Kampf auf Augenhöhe ist und da werden jetzt auch alle müssen mit ins Boot und wir müssen uns wehren. Da gibt es ein bisschen mehr Augenhöhe. Ja, seit Sarrazin kennt man das eigentlich so richtig mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Ja, das ist, glaube ich, auch ziemlich bekannt, wurden de facto rassifizierende Stereotype wieder hervorgeholt und eben pseudowissenschaftlich unterfüttert mit eben dem bekannten Sprachgebrauch, wie so Wörtern wie, ja, dass irgendwie durch migrantische Communities laufen Kopftuchmädchen produziert würden, die dann eben, Zitat, auch wieder keine produktive Funktion in der Gesellschaft hätten und so weiter. Sarrazin hat damals auch Clans massive Inzucht vorgeworfen, die dann auch zu genetischen Problemen führen sollten und so weiter. Und naja, das ist ziemlich bekannt soweit. Worauf das Buch jetzt nochmal besonders verweist, das fand ich ganz spannend, ist, dass in all diesen Darstellungen quasi die Gegenseite keine Aufmerksamkeit erfährt. Also sie benennen da aufklärende Projekte, die gerade auch aus migrantischen Communities kommen und wo es dann zum Beispiel darum geht, dass man irgendwie darüber redet, naja, ist es auf Dauer großartig, wenn häufiger mal Cousinen und Cousins miteinander heiraten oder sollte man davon vielleicht Abstand nehmen? Aber das sind eben emanzipative Projekte, die aus den Communities selbst kommen, wo Probleme, die es ja durchaus geben mag, teilweise tatsächlich auch zur Sprache kommen. Und das findet eben in der rechtspopulistischen Szene, wenn man es so nennen möchte, überhaupt keine Beachtung. Ja, klar. Und natürlich sind die Probleme auch völlig überzeichnet dargestellt. So. Ja, jetzt ein Zitat aus dem Buch, einfach mal so zur Verdeutlichung. Die Fremden sind eine konstruierte Bedrohung auf Augenhöhe, von der man sich nach rechtspopulistischem Dafürhalten bestmöglich schützen muss. Also ja, wir sind hier, die anderen kommen und der Kern des Ganzen ist eben die Idee, dass das deutsche Volk, wieder ethnisch konstruiert, auch genetisch überlegen ist und eben etwas besonders Schützenswertes ist, was einfach bedroht ist. Also es kommen Menschen von außen und angeblich sind es genug, dass hier die ethnisch deutsche Bevölkerungsmehrheit ja zur Minderheit wird, was natürlich ja effektiv überhaupt nicht haltbar ist als Behauptung. So. Hast du bis hierhin erstmal Fragen, Anmerkungen, Kritik? Ne, bis hierhin eigentlich nicht. Das fasst ja eigentlich ganz viel an der Debatte und Kritik eben an rechtspopulistischer Sprache, glaube ich, ganz, ganz gut zusammen.
Also da sind jetzt für mich noch nicht die großen neuartigen Erkenntnisse drin, aber ich habe mich ja auch schon relativ viel mit dem ganzen Thema beschäftigt. Scheint aber an sich ein sehr, sehr guter Überblick auf jeden Fall erstmal zu sein, wenn man da gerade wenn man da ein bisschen erst rein einsteigt. Ja, finde ich, hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. So war auch mein Gefühl beim Lesen, das vielleicht schon mal so ein bisschen, bevor wir am Ende irgendwie eine Bewertung gehen. Es ist viel Zusammenfassung und Überblicksarbeit und natürlich, also ich wusste auch so fast alles irgendwie, zumindest so halb, was da drin stand. Für mich war nochmal relativ prägnant, dadurch, dass eben mit vielen Beispielen gearbeitet wird, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann, wie drastisch eben dann doch formuliert wird. Also für mich kommt selten vor, dass ich mir längere Textabschnitte von Äußerungen der AfD-PolitikerInnen beispielsweise nochmal anhöre oder durchlese. Und das muss man halt eben, wenn man durch dieses Buch liest. Und ja, für mich war es nochmal eine prägnantere Auseinandersetzung mit den Sprachbeispielen eben, die jetzt hier vielleicht gerade ein bisschen kurz kommt in der Besprechung. Ja, okay, klar. Genau, aber grundsätzlich ist ein Übersichtswerk, 160 Seiten, das ist kann ein jetzt Einstieg. Nicht unfassbar in die Tiefe gehen, so. Genau, ja. Wie jetzt schon angedeutet, verweisen eben PopulistInnen gerne auf scheinbar objektive Zahlen. Das hat auch Thilo Sarrazin eben damals gemacht, um den Anschein von Objektivität zu erwecken. Und was zum Beispiel auch ein Beispiel großartig, was eine Sache war, die sie hier im Buch auch dargestellt haben. Irgendwelche AfD-PolitikerInnen sind auch mal nach Syrien gereist und haben das dann im Anschluss als eben sicheres Herkunftsland beschrieben, weil man eben auf dieser eigenen Reise festgestellt habe, das Land sei befriedet und befinde sich im Wiederaufbau und da ist dann das Thema auch abgehakt. So. Im Anschluss daran gelten MigrantInnen natürlich auch als undankbar. Also sie kommen hier hin und beziehen meinetwegen Sozialleistungen und müssten dafür dankbar sein, sind es nicht. Auch völlig, also völlig haltlos, aber das ist eben auch ein Topos, der immer wieder kommt und im Buch mit verschiedenen Beispielen unterfüttert wird. Die Frage danach, ob sie überhaupt dankbar zu sein hätten, ist nochmal eine ganz andere, die überhaupt nicht gestellt wird. Ja, und diese konkreteste Ausformung der vorgeblichen Angst von Verdrängung bildet wohl Pegida. Ich meine, da ist das ja schon im Namen angelegt quasi. Also, wer sich nicht erinnert, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes ist das Akronym. Und ja, Pegida ist ja quasi die Straßenorganisation der AfD, auch wenn man lange probiert hat, sich irgendwie abzugrenzen, das ist ja überhaupt nicht mehr haltbar. Und dann werden immer mal wieder auch so Beispiele genannt, wie eben das islamische Frauenbild, was irgendwie ein großes Thema ist. Also verschleierte Frauen sind ein absolutes Bedrohungsszenario und werden eben in der Bildsprache der AfD auch total gerne verwendet. Und es wird so getan, als seien Zwangsheiraten der absolute Normalfall in migrantischen Communities. Und ja, das sind so diese Ironien, dass da irgendwie sich für irgendjemanden eingesetzt wird, der dann auf der anderen Seite, ne, also ich hatte gerade so den Gedanken, ja, dass das islamische Frauenbild ist problematisch, weil die verschleiert immerhin rausgehen dürfen. Die AfD ja vielleicht am liebsten eigentlich noch nicht mal das Rausgehen hätte oder so. Keine Ahnung. Also, es ist wirklich irgendwie hanebüchen. Und wie jetzt schon angedeutet und irgendwie immer wieder wiederholt ist, dass eben für gesellschaftliche Phänomene, die im Prinzip immer wieder, die einfach immer komplex sind in ihrer Problematik und in ihrer Lösung, häufig einfache Lösungen eben in populistischen Vorstellungen, die Lösung überhaupt sind. Dabei sind die gesellschaftlichen Beschreibungen zum einen massiv unterkomplex, wie eben, alle MigrantInnen sind so und so, wir Deutschen sind alle so und so, das Problem ist Einwanderung, also müssen die Leute raus, also das Denken ist massiv schematisch und als Beispiel im Buch wird halt aufgeführt, CO2 ist ein lebensnotwendiges Gas und deswegen kann es kein Klimaproblem darstellen und Klimapolitik gehört aufgekündigt. So ist eine Denkweise. Kriminelle AusländerInnen müssen immer ausgewiesen werden, ohne dabei überhaupt die Komplexität von Ausweisungen zu verstehen, die ja erstmal
keine, ja, nichts Zwingendes sind, sondern erstmal nur eine Anweisung. Und dahinter steht eben auch immer das Ziel, dass man weniger AusländerInnen in Deutschland hätte. Und dann verweisen sie tatsächlich auch mal auf ein Beispiel von der CSU. Das fand ich ganz spannend. Die hat zum Beispiel lange Wahlkampf auch gemacht mit dem Slogan, Deutschland muss Deutschland bleiben. Oh yeah. Also es werden irgendwelche Lösungen für nicht definierte Probleme in eben Tautologien gesucht. Irgendwas muss so bleiben, wie wir denken, dass es ist. Ja, stimmt. Für ein Problem, was wir gar nicht genauer benennen können. Ja. Dann hatte ich ja gesagt, geht es eben nochmal ganz konkret um den Sprachgebrauch, der jetzt auch teilweise wieder zurückgeholt wird. Vielleicht haben das einige von unseren HörerInnen auch noch präsent. Aydan Özus sollte so Gauland, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gemacht hat, aber sie war dann, glaube ich, Integrationsbeauftragte oder Ja. Integrationsministerin oder so. Naja, und Gauland hat eben gesagt, dass sie in Anatolien entsorgt werden sollte für, ich weiß gar nicht mehr, was sie gesagt hat. Naja, und da ist eben der Sprachgebrauch völlig auffällig, ne? Also das Entsorgen von Menschen, ja, ist eine ganz klare Referenz im Prinzip, auch wenn das natürlich im Nachhinein überhaupt nicht so gesehen werden möchte. Ja, und auch die Begriffe wie System oder Systemparteien ist, ja, absoluter Nazi-Sprech, das muss man einfach mal so Ja. deutlich sagen. Also das war, ja, von den Nazis eben auch so benutzt, gerade bevor sie dann die Machtübernahme durchgeführt haben. Und ja, geht, ja. Und die Abgrenzung von Eliten hat halt eben auch eine lange Tradition. Genauso wie der Volksbegriff eben nach diesen Abstammungsprinzipien eine direkte Reaktivierung von nationalsozialistischer Ideologie im Prinzip ist. Also, ja, ich meine, der Rassebegriff wird eben von der AfD genau nicht benutzt, damit man ihr das nicht zum Vorwurf machen kann. Aber das ist das, was da immer mitschwingt. Ja. Ja, dann führen Sie noch ein paar andere Begriffe auf, die an ja, quasi altrechtes Gedankengut erinnern. Die Eurokratie ist gerade in der Anfangszeit der AfD, als es noch ganz stark gegen die EU auch ging, ja, wird verwendet als Vernichtung der Demokratien in und durch Europa oder die Europäische Union. Also da ja, gibt es eine Reminiszenz. Ja, und dann gibt es noch die abendländische Wertegemeinschaft, die irgendwie natürlich ganz wichtig ist, wie gesagt, auch bei Pegida, und halt benutzt wird, um nicht zugehörige Personen zu diskreditieren. Da gibt es auch ein Zitat, da wurde von einem AfD-Politiker gesagt, die Türkei gehört kulturell nicht zu Europa, was ja eine viel drastischere Aussage ist, als momentan können wir die Türkei nicht in die EU aufnehmen aufgrund der politischen Verhältnisse dort, Ja. sondern zu sagen, naja, die Türkei gehört per se und für immer allein durch ihre Kultur, was auch immer, niemals in die Europäische Union. Ja, Was ist. ich ja in dieser Wertegemeinschaft, in diesem Begriff, das fällt mir gerade erst auf, was ich daran ja so verwirrend finde, ist, dass also die Partei, die irgendwie sagt, wir reden von einer europäischen Wertegemeinschaft, im Grunde damit ja auch diejenigen oder alleine schon diesen Begriff der Wertegemeinschaft damit widerlegt, dass es ja in ihren eigenen Ländern Menschen gibt, die jetzt nach irgendwie sämtlichen ethnischen und ähnlichen Definitionen wahrscheinlich doch irgendwie dazugehören würden, wenn man die jetzt für relevant hält, die eben diese Werte eben überhaupt und gar nicht teilen. Ja, es ist, stimmt. Das ist merkwürdig. Ja, und genauso wie die Menschen, die jetzt eben kommen, um vielleicht eben genau aufgrund dieser, ja, zumindest vorgeblichen Ja. Werte hier hinkommen, die dann nicht Teil sein dürfen, weil das dann irgendwie nicht passt, weil die Kultur steckt ja in ihnen drin, wie Genau. eben so etwas wie Rasse oder so. Das ist Ja. schon ganz merkwürdig. Ja. Naja, aber so wird es eben verwandt. Ja, was ich jetzt hier noch nicht so benutzt hatte, was aber eben auch ein zurückgeholter Begriff quasi ist aus der Nazizeit, ist das Vaterland. Das kommt vor allen Dingen dann zur Sprache, wenn es um Europa geht und eben um ein Europa der Vaterländer. Also das ist dieses, ja, was in der Forschung quasi als Ethnopluralismus gilt, was ja irgendwie erstmal ein ganz netter Begriff ist, der so klingt, als könnten
könnten irgendwie alle doch, alle verschiedenen Ethnien ja, zusammen existieren, aber damit ist eben gemeint, naja, alle gehen bitte dahin, wo sie herkommen und bleiben auch da. Und Europa kann nur dann bestehen, wenn wir nicht weiter zusammenwachsen, sondern jedes Vaterland, eben jede Nation für sich stark ist und für sich selbst alles Mögliche entscheiden darf. Ja. Ja. Ja, dann gibt es eben noch die bekannten Begriffe Überfremdung und Bevölkerungsaustausch, die eben auch schon eine lange Tradition haben. Die sind gemeint als ja, fremdgesteuerte und intendierte Zerstörung des hiesigen Volkes, in Anführungsstrichen. Und auch der Begriff der Umvolkung kommt halt ursprünglich aus den 1920er Jahren, wurde von den Nazis zwar noch anders verwendet, und zwar, wenn Menschen eingedeutscht wurden. Ich weiß nicht, wie häufig das vorgekommen ist, das hat mich ein bisschen gewundert, weil eigentlich wurden ja alle möglichen Menschen eben als nicht deutsch erklärt, aber andersrum weiß ich nicht, wie das passiert ist. Naja, aber der Begriff der Umvolkung ist eben auch ein ursprünglich nationalsozialistischer. Ja, auch der Begriff des Volksverräters ist eben wieder in Verwendung. Und ja, auch der Begriff von Lügen- und Systempresse ist eben verknüpft mit der Gleichschaltung der Nationalsozialisten. Ja, und den Begriff kann man verwenden, wenn man immer wieder auf eine Lügen- und Systempresse verweist, kann man eben sagen, naja gut, wir haben unsere eigenen Medienformate, also die AfD hat irgendwie eigene Wochenschauen und so. Und ich glaube auch hier so, Wochenschau. ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es so heißt, aber so ein, ich glaube schon, Sehr schön. ja, die sich eben scheinobjektiv abgrenzen. Und dann kann man halt sagen, wenn alle anderen böse, böse Quatsch erzählen, dann sind wir die einzigen, die eben scheinobjektiv berichten. Ein Beispiel da ist auch Eva Herrmann, die hier lange im Buch diskutiert wird, die eben mittlerweile offenbar auch einen eigenen YouTube-Channel hat mit relativ vielen AbonnentInnen, mit ihrer Version von Wahrheit, der sich mittlerweile vermutlich weit von öffentlich-rechtlichem Fernsehen entfernt hat, wo sie aber Ja. angefangen hat. Naja. Naja, zu diesem Nazi-Sprech, der eben ganz klare historische Beziehungen hat, gesellen sich neue Kampfbegriffe. Ja, so gibt es ja mittlerweile in verschiedenen Schwimmbädern eben Schwimmzeiten für Frauen muslimischen Glaubens. Daraus, ja, so wird das eben nicht beschrieben, sondern es ist dann immer gleich das Islamschwimmen. Und die Bilder, die darauf verweisen, dass das eben ganz schrecklich ist und wir in Deutschland noch nicht mal mehr unsere Schwimmbäder haben, geht dann immer auch einher mit Bildern mit Komplettverschleierung und so. Dann wird noch ein Beispiel hier aufgeführt, das fand ich ganz spannend, dass es eben ja auch in Deutschland mittlerweile Banken gibt, die nach islamischen Prinzipien geführt werden. Das heißt, ja, die Anlagemodelle sind irgendwie ja nicht verzinst, aber da haben sie irgendeinen Ausweg gefunden. Also es sind offiziell keine Zinsen, aber man kriegt am Ende doch Geld wieder, was passt auf jeden Fall zum Islam, Koran. Und naja, man investiert, keine Ahnung, man investiert nicht in einen Schweineschlachthof, um sein Geld zu machen, so. Ja. Naja, und die Hürden, die sie eben in dieser Bank haben für Investitionen, sind auf jeden Fall so hoch, dass auch viele nicht-muslimische Menschen, die eben nach ethischen Standards investieren möchten, durchaus bei der Bank anlegen. Also irgendwie, ja, wird vermutlich überwiegend von MuslimInnen genutzt, aber halt nicht nur. Ja, da Das ist halt eine Bank. wird wahrscheinlich auch wieder die Beratung in der Landessprache einfach oder in der Muttersprache Eine wahrscheinlich auch Rolle eine Rolle spielen. spielen. Ja, Ja, klar. das denke ich auch. Naja, eben eine Bank unter vielen. Was ist es bei der AfD? Eine Scharia-Bank. Naja. Kleiner geht's nicht so. Naja, und dann gibt es eben so Entkräftigungswörter wie das mittlerweile leider ziemlich bekannte Rapefugees, der Begriff der Passdeutschen, eben um klarzumachen, naja, das, was unter Deutsch, was wir unter Deutsch verstehen, hat mit dem deutschen Pass erstmal nichts zu tun. Oder eben im Sinne der Umvolkung und der massiven Einwanderung, der angeblichen, die Volksverdünnung. Krasses Wort, das hatte ich noch gar nicht gehört. Ja, ich kannte es auch noch nicht. Ja, die These von Thomas Nier und Jana Reißen-Krosch ist dabei, dass es darum geht, verschiedene Wörter mit Assoziationen aufzuladen. So eben auch das Entsorgen, was in Verbindung, also was für Frau Ösus benutzt wurde, weil, ja, sie machen dann so Word-Cluster auf, die kennst du bestimmt auch, diese Wortwolken. Ja. Genau, und da wird eben gezeigt, was im Allgemeinen mit Entsorgen assoziiert wird, nämlich zum Beispiel Müll, Altlast oder auch illegal. Und die GermanistInnen sprechen da offenbar von Kookurrenzen Aha. und ja,
Es scheint ein Ziel zu sein, so eben die These, dass man ganz viele von diesen Kokurrenzen triggern möchte. Also man benutzt dann vielleicht gar nicht ganz konkret verwerfliche Begriffe, aber die Angesprochenen wissen schon, was gemeint ist. So. Ein Beispiel ist da, was genannt wird, ist das, was Höcke einmal gesagt hat, als er über das Denkmal der Schande in Anführungsstrichen gesprochen hat. Naja, wo er meinte, ne, in Berlin pflanzen wir uns ein Denkmal der Schande quasi ins Herz der Nation und das würde ja sonst niemand machen. Und im Nachhinein meint Höcke, das will er gar nicht so gemeint haben, sondern er meint, naja, es geht doch nur um das Denkmal, was die Schande, die die Deutschen eben, ja, was auf deutschem Boden passiert ist, dass es darum nur geht, dass es symbolisiert wird und der hat das ja alles ganz anders gemeint. Naja, dass es so nicht ist, ist irgendwie auch klar, aber man kann sich dann eben in so Sprachverstecke flüchten. Ja. Wie jetzt eben bei Höcke wird immer wieder deutlich, dass eine Taktik der Überprovokation gefahren wird, die danach eben ein Revidieren ermöglicht und im Zweifel eine Opferperspektive einnehmen lässt. Das geht dann einher mit so einem ganz starken Bedürfnis danach, nach diesem, man wird ja wohl noch sagen dürfen, dass dieses oder jenes. Oder auch, naja, endlich sagt mal jemand, dass eben dieses oder jenes so ist. Ja. Also das heißt, man ja, übertritt ganz bewusst Grenzen, um wahlweise danach ein bisschen zurückzurudern oder zu sagen, ja, jetzt haben wir einmal gesagt, was wirklich los ist und gleich dreschen sie wieder alle auf uns ein und wir sind doch die Armen und die Kleinen. Gab es da Ja. nicht sogar dieses Strategiepapier, dieses Kommunikationsstrategiepapier von der AfD, was mal irgendwann rauskam, wo genau Ich das glaube tatsächlich schon. sogar explizit als Strategie formuliert worden ist? Bin mir Ja, jetzt ich nicht ganz glaube. sicher, was daraus geworden ist, ob das ein echtes Papier war, aber irgendwie war das ja mal in der Diskussion. Doch, jetzt wo du sagst, meine ich doch, dass es da sowas gab. Ja, es ist irgendwie geleakt, ne? Ja. Genau, und als letzten Punkt hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, geht es eben im Kontext der jetzt schon öfter zitierten angeblichen Lügenpresse auch darum, dass Verschwörungstheorien eben auf dem Vormarsch sind. Ja, Verschwörungstheorien zeichnen sich dadurch aus, dass man im Nachhinein Erklärungen für irgendwas findet, was in der Jetztzeit passiert ist. Also so Post-hoc-Erklärungen nennt man das. Ja, die Medien gelten generell als verschworen, sind eben Systempresse, ne? Angela Merkel diktiert durch, was gesendet wird und nicht. Ja, das dazu. Aber Verschwörungstheorien sind, finde ich, nochmal ein ganz eigener Block, den wollte ich jetzt hier nicht zu groß aufmachen. Ja, und ganz am Ende sprechen sie eben kurz darüber, was man jetzt machen kann. Ja, sie plädieren halt dafür, die Konsequenzen der politischen Vorschläge der AfD deutlich zu durchdenken und klar zu machen, ja, welche Konsequenzen es hätte, wenn man so handelte, wie die AfD vorschlägt und dass das dann eben irgendwie keine Option ist. Sie meinen, man muss auf den demokratischen Argumenten beharren, Rassismen benennen, wo sie eben stattfinden, und den Rechtsstaat argumentativ verteidigen. Ja, weiß ich nicht. Sind für mich ist es ein relativ unbefriedigendes Schlusskapitel, aber es sind halt auch nur 4 Seiten. In der Überblicksperspektive davor finde ich es auf jeden Fall stärker. Ja. Genau, das war tatsächlich auch schon das Buch soweit, weil es, glaube ich, so kurz war, ging es jetzt, glaube ich, relativ schnell. Fragen, Anmerkungen, Kritik von deiner Seite? Ja, ich glaube, mein Eindruck, den ich in der kurzen Zwischenbesprechung sozusagen hatte, der hat sich nochmal so ein bisschen bestätigt. Also es scheint mir wirklich so ein, ja, im Grunde eine Synthese aus den ganzen Diskussionen zu sein, die ja auch online zumindest und auch in den vernünftigen Medien und sowas auch schon teilweise stattgefunden haben. Ja. Das scheint mir das einfach gut zusammenzufassen und so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, als Synthese davon zu funktionieren. Das ist jetzt gefühlt weniger jetzt wirklich eine umfangreiche eigene Analyse, die irgendwie groß Neues hervorbringt. Ja, war auch so mein Gefühl. Ich fand es trotzdem irgendwie ganz interessant, drüber zu sprechen und es hier einfach auch nochmal klar Ja, und klar. deutlich irgendwie einzubringen. Ganz genau, was ich ja schon gesagt hatte, was ich irgendwie interessant fand, waren eben, das sind dann teilweise wirklich Zitate über eine halbe Seite oder so, die da mal runterlaufen. Ich weiß nicht, inwiefern du dich konkret und quasi nicht vermittelt mit dem Nee, Sprachgebrauch der neuen Rechten gar nicht. auseinandergesetzt hast. Das war für mich wirklich das, ja, was heißt leider nicht, ist das ja auch macht ja echt keinen Spaß, das zu Nee. lesen. Aber das war für mich eben ganz interessant, dass auch nicht und sich nicht halt selbst durch irgendwelche Facebook-Seiten zu wühlen, weil man interessant findet, was die denn
beschreiben, sondern eben die vorgekauten Beispiele zu haben, die aber ja unverändert abgedruckt sind. So. das stimmt. Ja. Genau, was ich ja schon gesagt hatte, genau, was ich ein bisschen schwierig finde dafür, dass das Buch quasi so einen großen Titel hat, ist, dass es nur oder fast nur um die AfD geht und eben die Perspektive auf Deutschland verengt und auch keine historische Einordnung hat und auch keine große historische Entwicklung des Populismus oder Rechtspopulismus in Europa vielleicht oder so aufmacht. Aber vielleicht ist das eben auch bei der Kürze des Buches nicht zu erwarten. Aber dann Ja, hätte ich den Titel, glaube ich, vielleicht eine Nummer kleiner gewählt. es So sind da zum doch einfach Beispiel. GermanistInnen und keine PolitikwissenschaftlerInnen oder SoziologInnen und ähnliches, ne? Stimmt, ja. Vielleicht auch ein ganz guter Hinweis. Ja, damit wäre ich hier mit meiner Besprechung auch erstmal so, oder meiner Vorstellung, Besprechung ist ja bei uns gar nicht so viel, so weit am Ende. Okay, ja, das war ein spannendes Buch, fand ich. Ja. Ja, viele, viele interessante Sachen drin. Auch jetzt mal einfach so zusammengetragen und auf einen Punkt gesammelt. Das ist ja auch immer ganz schön. Was ist dir noch so an Büchern, Texten eingefallen, die da gut zu passen? Ja, genau, was mir irgendwie gerade im Umgang mit eben den angeblichen Fremden, die da kommen, eingefallen ist, ist das Buch Moderne und Ambivalenz von Sigmund Baumann. Also Sigmund Baumann, einer der wichtigsten Soziologen der Nachkriegszeit, polnischer jüdischer Soziologe. Ja, dazu habe ich auch mal einen Blogartikel geschrieben, das verlinke ich mal. Ja, Genau, super. das ist mir eingefallen. Dann, wie eingangs schon gesagt, eben dieses Wie Demokratien sterben von Steven Levitsky und Daniel Sieblatt. Da geht es noch viel stärker darum, wie geht man denn damit um, mit dem, was so geäußert wird. Das, was hier eben so kurz kommt am Ende, ist genau quasi, das wäre der Anschluss daran. Okay, schön. Die plädieren da übrigens ganz stark für Ausgrenzung und Abgrenzung. Und eben nicht andauernd das Gespräch suchen, weil sie meinen, man kann da im Prinzip nur verlieren. Ja, und was ich Anfang des Jahres als Hörbuch gehört habe, ist Desintegriert euch von Max Czolek, seines Zeichens, ja, weiß gar nicht, also so jüdischer Jungintellektueller, würde ich fast sagen, Okay. der ganz viel in dem Buch darüber redet, naja, was meint eigentlich Integration und was meint es nicht und welche Machtansprüche gehen eben auch damit einher, eben dass Mehrheitsgesellschaft immer entscheidet, was Integration bedeutet und so. Und er macht sich in dem Buch mehrfach stark dafür, dass sich gerade die jüdische Bevölkerung in Deutschland nicht von der AfD und Co. vereinnahmen lassen soll, gegen Ah ja. MuslimInnen mitzuhetzen. Weil ja immer wieder der Vorwurf kommt, MuslimInnen seien eben stark antisemitisch und er meint, naja, wir so, dürfen uns so nicht auftrennen lassen, weil Ja. die AfD uns ganz sicher als nächstes Feindbild hat, auch wenn wir es gerade noch nicht sind. Ja, Und stimmt. er spricht auch viel über dieses angeblich jüdisch-abendländische Kulturerbe und so und macht relativ deutlich, dass es das in der Form nie gab und nie gibt und es eine moderne Erfindung ist. Ja, okay, schön. Ja. Das klingt tatsächlich auch ganz, ganz spannend. Das ist super lesenswert, ja. Ja, ich habe auch ein paar Bücher, die aber eher jetzt auf der sprachlichen Ebene noch fungieren. Ich meine, der absolute Klassiker, auch wenn ich ihn selbst noch nicht gelesen habe und was vermutlich auch nie lesen werde, aber LTI von Viktor Klemperer, ne? Ja. Die Sprache des Dritten Reiches. Ich gebe mir jetzt nicht die Blöße, die lateinische ausgesprochene Form des Titels zu nennen. Das ist ja das absolute Standardwerk wohl in dem Bereich. Auch noch so zu diesem Kontext, wie man damit umgeht, das ist jetzt bei mir aber auch schon echt lange her, dass ich das gelesen habe, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren, von Hubert Schleicher. Das ist eigentlich tatsächlich, glaube ich, eher aus dem kurzen Aufkommen des Rechtsradikalismus in den 90ern Aha, entstanden, ja. dieses Buch. Aber ich habe es jetzt vor dem Hintergrund der neuen Entwicklung nicht nochmal reingeguckt, aber ich glaube, da kann man auch nochmal eine Menge rausnehmen. Auch so auf der praktischen Ebene. Und dann noch zwei Bücher, die so ein bisschen diesen Zusammenhang zwischen Sprache und Denken in den Blick nehmen. Da ist einmal natürlich das, was ja auch jetzt in den letzten Jahren schon immer wieder diskutiert wurde, dieses Buch, ich glaube, es heißt Politisches Framing von Ja. Elisabeth, heißt sie, meine ich, Wehling, das mittlerweile auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung verfügbar ist. Na, okay. Die ja dann so ein bisschen diesen Zusammenhang macht zwischen wie Sprache eben auch Denken prägt und wie man politisch gewissen Kontext setzt. Da kommt dann wahrscheinlich, auch das habe ich noch nicht gelesen, aber ich kenne das Konzept des Framings, wie man eben durch diese Kookurrenzen, die du gerade auch angesprochen hast, im Grunde auch Atmosphäre setzt.
Ja. Wenn ich über eine Person als Müll sozusagen rede oder sie entsorgen möchte, dann ist das eine Entmenschlichung, eine Degradierung sozusagen, die dann auch vielleicht irgendwie, ja gut, Müll kann ich mir auch über die Schulter werfen und rausschmeißen, ja. Wo dann so der Weg quasi zum physischen Handeln nicht mehr so weit ist. Das ist auch sicherlich auch noch ganz spannend in dem Kontext und dann noch eher ein allgemeines populärwissenschaftliches Buch zum Zusammenhang zwischen Sprache und Denken. Da fiel mir ein Das Alphabet des Denkens von Stefanie Schramm und Claudia Wüstenhagen, die halt diesen Zusammenhang zwischen Sprache und Denken auf Grundlage, also es sind selber Wissenschaftsjournalistinnen, also nicht selber Forscherinnen, die das aber auf Grundlage des aktuellen Forschungsstandes mal aufarbeiten, wie da eigentlich genau der Zusammenhang ist. Und halt nicht in diese plumpe Falle treten, zu sagen, ja, eine Sprache, Sprache bestimmt das Denken, sondern doch ganz schön differenziert aufzeigen, wie da die Zusammenhänge sind und dass da Zusammenhänge bestehen, aber wo die wieder auch ihre Grenzen haben. Das finde ich wirklich interessant. Ja. Das habe ich auch mal ausführlicher verbloggt, das können wir gerne auch in den Shownotes dann verlinken. Sehr gut. Apropos Shownotes, was mir dabei noch einfällt, Herr Höcker hat doch neulich das Interview mit dem ZDF abgebrochen oder andersrum, ne? Genau, im Anschluss daran war eine ziemlich ausführliche Analyse von einer Frau auf Twitter. Ich weiß nicht, was sie studiert hat, aber sie macht das häufiger, dass sie Äußerungen und Interviews von Rechten analysiert und das ist eine sehr fundierte Analyse, die sie eben in einem Twitter-Thread geschrieben hat. Oh, schön. Den will ich hier mal verlinken, weil sie das wirklich hochgekonnt macht und eben darüber schreibt, wie die Interviewer sich überhaupt nicht auf eine Sachebene einlassen in dem Interview, sondern die ganze Zeit Herrn Höcke immer wieder mit seinen sprachlichen Äußerungen konfrontieren und probieren, seine Ideologie einfach zu durchbrechen. Und sie macht ganz deutlich, welche Machtspannungen da auch drin sind und wie es darum geht, irgendwie zu bestimmen, worum es in diesem Interview jetzt eigentlich geht. Und genau, das verlinke ich mal. Das klingt spannend, wirklich, sehr detailliert. Schön, ja, das werde ich mir auch auf jeden Fall mal anschauen. Dann? Weiß nicht, können wir schon was zu den nächsten Episoden sagen oder trauen wir uns das nicht zu? Doch, ich glaube, also ich will jetzt keine Bücher versprechen sozusagen, weil das bei uns ja immer so ein bisschen im Fluss ist, was uns gerade interessiert und was wir gerade lesen. Aber wir haben auf jeden Fall sozusagen die gute Nachricht dabei, dass wir dadurch, dass wir jetzt zu dritt sind, unsere Sendefrequenz sozusagen etwas beschleunigen können. Ja. Das heißt, der Plan wäre jetzt, dass wir alle 3 Wochen mit einer neuen Episode in dieses Internet hineinsprechen. Und langfristig wollen wir noch mehr. Dafür brauchen wir aber im Zweifel euch oder dich. Wir suchen immer noch eine Person, im Idealfall nicht männlich, weiß, cis, hetero und was es so alles gibt, die hier noch ein bisschen mehr Perspektive und einen anderen Blickwinkel mit reinbringt. Das heißt, wenn du dich angesprochen fühlst, hier mal ein Buch vorzustellen oder auch mehr oder weniger fest im Team mitzumachen, dann gib uns einfach Bescheid. Ja, wir würden uns wirklich freuen, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Perspektive reinkriegen. Genau, und irgendwie so dann vielleicht als langfristiges Ziel, wenn wir zu viert wären, dann irgendwie 2-wöchentliche Veröffentlichung. Das wäre ja für alle irgendwie cool. Genau. Ansonsten, was bleibt uns noch zu sagen? Ja, folgt uns mit dem Handle @deckeln auf Instagram und Twitter oder liked unsere Facebook-Seite zwischen 2 Deckeln. Genau, kommt auf unsere Webseite, schreibt uns Kommentare, ne, wie immer zwischen 2deckeln.de/007 ist das Kürzel für diese Episode. Da freuen wir uns über Rückmeldungen. Gerade wenn ihr zum Thema diskutieren wollt, macht das vielleicht mal nicht bei Facebook oder nicht bei Twitter, sondern auf der Webseite. Da bleibt das einfach da. Da kann man das auch in 2 oder 3 oder 4 Jahren noch nachlesen. Stimmt. Bei Facebook ist es dann weg. Ja. Genau, wir wohnen in Untiefen versunken, stimmt, das ist nicht gut. Das ist immer bitter und schreibt uns Reviews auf den Plattformen eurer Wahl bei iTunes oder Apple Podcasts, heißt ja glaube ich mittlerweile, auf Player FM, im Android Podcast Dings, was ich irgendwie noch nie gesehen oder genutzt habe. Da freuen wir uns über Rückmeldungen, über Sterne, natürlich immer gerne möglichst viele. Und wie heißt es so schön? Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns. Genau. Gibt es von dir noch Punkte, Christoph, die du ansprechen wolltest? Ich glaube nicht, tatsächlich. Nee. Ich
bin durch soweit. Okay, dann bleibt uns jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer wir hören uns, beziehungsweise ihr hört uns dann Ende Oktober das nächste Mal wieder, wahrscheinlich am 24. Und bis dahin viel Spaß bei allem, was ihr so tut. Macht's gut, tschüss.